Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Boxboy und Boxgirl im Solo-Abenteuer. Wir wollen uns heute einfach mal treiben lassen, weil, ja, hier in Welt 14 haben wir jetzt, ja, so ein bisschen Wasser, sag ich mal, ne? Und, ja. Da können wir uns treiben lassen, ne? Klingt, denke ich, logisch, oder? Ich denke schon. Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Feature, wie ich finde. Hier in Level 1 natürlich wieder schön veranschaulicht, ne? Dass man erstmal weiß, was kommt in dieser Welt auf mich zu. Und ja, ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr cooles Feature, ne? Man muss gucken, okay, wo stoße ich mich hin, wo lasse ich mich hintreiben? Sowas eben, ne? Und ja, ist relativ cool, wie ich finde. Ja, hier jetzt auch schon mit Stacheln tatsächlich, ne? Und ja, ist ganz cool. Ah, und wir können uns also auch an Blöcke dranziehen, wenn wir im Wasser sind, ne? Ist okay. Ja, hier muss ich jetzt dann aber so machen. Genau. Okay, alles klar. Noch schön die Krone mitgenommen. Was ist jetzt hier, wenn ich da reinspringe? Ja, okay. Okay. Also hier, einfach so. Ja, okay. Dann geht's. Dann geht es schon. Da wusste ich jetzt nicht genau, wie das dann ist. Aber jetzt weiß ich's. So, wie lasse ich mich jetzt wegstoßen? Am besten. Gar nicht mehr, oder? Ja, dann halt so. Dann lasse ich halt die Krone aus. Mein Gott, ne? Und ich meine, die Kronen, die jucken doch eh keinen, ne? Jucken die irgendwen? Also mich jucken die nicht, ne? Brauche ich nicht. Sind überflüssig wie Wasser. Komm, den müsst ihr mir lassen. Überflüssig wie Wasser. Komm schon. Den müsst ihr mir echt lassen. Ausnahmsweise. Ich weiß, nicht alle meine Witze sind immer super lustig und toll. Das weiß ich selber. Aber der hat jetzt gut in die Situation gepasst. Ne? Muss man ja einfach mal zugeben. Ne? Der hat jetzt echt gut in die Situation gepasst. Ach so, hier oben hin. Okay. Na hoppla. Gut, dann halt so. Mein Gott, ne? Hier so ein bisschen ein hochkantes Level. Auch in Ordnung. Kann man machen. Ne? Warum nicht? Ist auf jeden Fall cool, würde ich sagen. Ne? Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und Boxboy wäscht sich endlich mal wieder, ne? So, der hat sich auch ewig lang nicht mehr gewaschen, tatsächlich. Falls ihr es noch nicht wusstet. Das hat er ewig nicht gemacht. Aber jetzt hat er es mal wieder gemacht. Also in dieser Welt jetzt hier. Ich verstehe gerade nicht richtig. Ach so, stimmt. Ja, ich kann mich ja an die Wand dran ziehen, stimmt. Ich war gerade ein bisschen überfragt. Warum auch immer. So, das war eigentlich ja echt nicht schwer, ne? Jetzt hier wieder die wunderschönen Elektroblöcke. Noch dazu. Ja, easy. Was ist denn das hier? Das ist ja gar nichts. So, diese Welt, was ist denn das, ne? Die ist doch nicht vorhanden, um schwierig zu sein. Die ist doch nur vorhanden, dass sich Boxboy wäscht. Ne? Bloß dafür ist die vorhanden. Ja, waschen ist wichtig, Leute. Auch für Gamer. Ja. Jeden Tag schön waschen. Leute, was mögt ihr eigentlich lieber? Baden oder duschen? Ich muss sagen, auch wenn ich weiß, dass so duschen eigentlich hygienischer ist. Ich bade viel lieber, ne?
Ich bade viel lieber. So einfach ein bisschen chillen, vanillen. So, das ist einfach das Schönste, ne? So einfach ein bisschen in der Badewanne. Ja, rumchillen, wie gesagt. Das finde ich einfach toll. Ne? Muss ich schon sagen. Also jeden Tag waschen ist eh das A und O, ne? Musst du machen. Aber wenn ich mich zwischen Duschen und Baden entscheiden müsste. Ich weiß, Duschen ist, ja, ist hygienischer und alles. Aber wie gesagt, ich liege halt einfach gerne in der Badewanne drin, in meinem schönen Ölbad. Oder wenn es meiner Haut scheiße geht, dann von mir aus auch ein Kaliumpermanganatbad. Ja, ne, genau, wisst ihr Bescheid. Oder nicht, wahrscheinlich könnt ihr euch nichts drunter vorstellen. Ja, das ist so ein lilanes Zeug. Das mache ich ins Wasser, wenn die Haut scheiße ist, ne? Hab ja Neurodermitis. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich bestimmt schon mal irgendwann erzählt, oder? Bestimmt. Und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, ne? Dann wisst ihr es einfach, ja, jetzt. Besser spät als nie, denke ich mir. Und ja, genau. Wie bin ich jetzt aufs Thema gekommen? Ach so, weil hier Wasser in der Welt ist. Ja, tolle Überleitung, ne? Tolle Überleitung. Muss ich schon sagen. Muss ich echt sagen, das war, glaube ich, die beste Überleitung meines Lebens. So, ich glaube, so eine gute Überleitung habe ich noch nie gefunden. Halt so echt nicht, ne? Ich glaube, das war die beste Überleitung überhaupt. Oder? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Auch wieder eine tolle Überleitung, ne? So dass ihr Kommentare schreiben könnt, ne? Nicht müsst, aber könnt. Okay. Ja. Easy, würde ich sagen. Easy. Was war denn das für eine Welt, jetzt mal ehrlich? Das war doch schon die komplette Welt, oder? Habe ich mich jetzt verguckt? Ne, ich glaube, das war die komplette Welt, ne? Oder? War es das? Spiel? Ey. Ja, das war tatsächlich die Welt. Okay, wow. Die ging jetzt echt schneller als erwartet, ne? Ich meine, das ist Welt 14. Entschuldigung. Hätte ich mir jetzt echt schwieriger vorgestellt. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten schauen wir uns noch diese wunderschöne Cutscene an. Und tschüss.